Das ist das Klischeebild, ne? Der Priester zwischen allen Messdienern. Genau, ja, aber so darf es auch sein und finde ich, so soll es auch sein. Also das ist ein sehr schöner Dienst, den die Jugendlichen und die Kinder hier Woche für Woche tun. Und ich fände es schlimm, wenn das durch Fälle, die es leider gegeben hat, aber jetzt nicht mehr sein dürfte. Düsseldorf-Gerresheim, sonntags um 11. Die Kirche ist voll. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Denn viele Katholiken sind wütend auf ihre Kirche. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wütend aus dem Grunde, weil die Dinge, die dort passieren und wie auch mit den Dingen umgegangen wird, an den Bedürfnissen der Menschen vorbei, so viele Leute zum Austritt bringt oder überhaupt gar keinen Zugang zur Kirche mehr stattfinden lässt, dann macht mich das unglaublich wütend. Oliver Boss, Monsignore Oliver Boss. Seit 2 Jahren leitender Pfarrer im Düsseldorfer Osten. In einer Zeit, in der der Missbrauchsskandal seine Kirche erschüttert. Wissen Sie, ob hier Leute ausgetreten sind? Es sind welche ausgetreten, ja. Die Austrittszahlen haben sich, also sind erhöht. Das kann ich feststellen. Jetzt nicht sprunghaft erhöht, aber höher als im Vergleich zum letzten. Die Kirche als Mittelpunkt eines Ortes. Ein Glaube, der alle verbindet. Diese Zeiten scheinen lange vorbei. Aber es gibt immer noch 23 Millionen Katholiken in Deutschland. Wer sich ehrenamtlich für die Kirche engagiert, beginnt häufig als Messdiener. Die Jüngsten sind gerade 9 Jahre alt. Auch deshalb sind sie beim Missbrauchsskandal im Fokus. Ich weiß nicht, ob der Kaplan ist eventuell bei euch. Doch, der Kaplan, der hat unter anderem doch mit uns darüber gesprochen. Der Kaplan, der ist für die Messdienerarbeit hier zuständig. Und er hat dann mit uns natürlich dann darüber gesprochen, wie wir uns fühlen, was wir uns wünschen würden, wie das in Zukunft halt läuft, transparenter läuft. Wir persönlich mussten ja auch eine Präventionsschulung durchmachen, bevor wir Leiter werden müssen. Ich habe die letzten Mal gemacht, also den im letzten Jahr. Und da lernt man, also da wird man schon ordentlich aufgeklärt. Das ist von der Kirche und da... Eigentlich, wenn man da hingeht, muss man denken, das kann eigentlich nicht mehr passieren. Also es ist schon erschreckend, wenn es dann trotzdem passiert. Es soll nie wieder passieren. Mit diesem Auftrag ist Ruth Habeland unterwegs. Auch für die katholische Kirche. Ich finde das immer bewegend, wenn ich hier lang gehe und ich sehe morgens früh den Dom und noch nicht so viele Menschenmassen. Und auch ein Zeichen für einen mächtigen Arbeitgeber jetzt gleich, oder? Ja, ist ein sehr großer, sehr wichtiger Arbeitgeber. Ruth Habeland ist freie Präventionstrainerin. Ihre Seminare sollen also vorbeugen, Missbräuche verhindern. Präventionsschulungen sind mittlerweile in ganz Deutschland Pflicht. Allein im Bistum Köln wurden seit 2011 100.000 Haupt- und Ehrenamtliche geschult. Also erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ich von außerhalb komme und ganz viele Leute einfach wirklich nicht kenne. Also mir ist deren Funktion nicht unbedingt bekannt. Ja? Ich weiß nicht zum Beispiel, wer gerade der Hauptabteilungsleiter ist. Herzlich willkommen zum Workshop Grenzverletzungen und Übergriffe. Jedes vierte Mädchen und jeder zehnte Junge erfährt bis zum 18. Lebensjahr sexuelle Gewalt. Von Beleidigungen bis hin zur Vergewaltigung. In der Kirche, aber auch im Sportverein oder der Familie. Wenn das solch hohe Zahlen sind, dann muss man davon ausgehen, dass nicht nur einige, sondern vielleicht sogar viele Betroffene von sexueller Gewalt in einer Präventionsschulung sitzen. Wir haben etwa 350 ehrenamtliche Mitarbeiter in unserer Gemeinde, die alle in die Schulung müssen. Es haben auch einige mich gefragt. Ich kann das nicht, Schulung, weil dann alles in mir wieder hochkommt. Ich finde das toll, dass Sie das ansprechen, ja. Die Gewalt und auch die sexuelle Gewalt,
die ist um uns herum, so, die ist da. Ja? Und je mehr wir darüber wissen und je höher unser Kenntnisstand ist, desto besser eigentlich. Ein missbrauchtes Kind muss bis zu 7 Erwachsene ansprechen, bis ihm einer glaubt. Dafür werden die Teilnehmer den ganzen Tag lang in verschiedenen Gruppen sensibilisiert. Und wie war's? Es war für mich sehr viel Neues dabei. Also ich bin erschüttert, was alles möglich ist und dass so viele junge Menschen schon davon betroffen sind. Auch das war mir jetzt in dem Ausmaß vorher nicht bekannt. 2010 wurden erst in den USA, dann in der ganzen Welt Missbräuche in der katholischen Kirche in kaum zu fassendem Ausmaß bekannt. Durch eine groß angelegte Studie wurde 2018 öffentlich, dass allein in Deutschland fast 4000 Menschen durch Priester missbraucht wurden. Nur die wenigsten der Täter wurden dafür überhaupt angeklagt. Was kam hoch, als diese Studie auf dem Tisch lag? Dann? Oh, alles. So Scham, Demut, Rückzug gab es. Gerade dieses Verschweigen ist ja das, was viele kritisieren. Das war ja auch jahrelang so, dass das genau verschwiegen wurde und kritisiert wurde. Und dann finde ich, ist es umso wichtiger, jetzt da irgendwie offen zu sein und Gespräche anzubieten. Ja, aber vielleicht guck mal. Teambesprechung für Ruth Habeland und ihre Kolleginnen. Wichtiges Thema. Nicht nur Priester müssen zur Schulung. Auch jeder und jede Ehrenamtliche, die in der Kirche mit Kindern arbeitet, muss teilnehmen. Eine Verpflichtung, die teilweise für Empörung sorgte, erinnert sich die Präventionsbeauftragte des Bistums. Du hast die Präventionsschulung jetzt? Okay. Also alle fühlten sich unter Generalverdacht gesetzt, sagten, wieso müssen wir eine Schulung haben, wenn ein paar Priester die Finger nicht ruhig gehalten haben. Das haben wir Jahre gesagt, wenn Leute da so saßen und gesagt haben, was mache ich eigentlich hier? Ja? Und dann haben wir angefangen zu reden und die Menschen für uns und unsere Arbeit zu gewinnen und so weiter. Und das hat lange gedauert, eben genau diese Haltung wachzurufen, also zu sagen, es geht nicht um euch als mögliche Täter, sondern es geht darum, dass ihr einen Schutzauftrag wahrnehmt und den Blick aufs Kind habt und schaut, wenn es dem nicht gut geht, intervenieren wir. Mein Name ist Ruth Habeland, ich bin schon seit einiger Zeit Referentin, Familientherapeutin und Kinderschutzfachkraft. Mittwochabend in der Kölner Südstadt. Alle hier kommen nach ihrer eigentlichen Arbeit noch zur Schulung. Denn sie engagieren sich ehrenamtlich in Spielgruppen, bei der Kinderkommunion oder in der Bibliothek. Für ihr Ehrenamt müssen sie sich schulen lassen. Die ersten Missbrauchsfälle hatten wir in den 90ern bis 2000er in den USA, Australien und Irland. Die Aufdeckung der Missbrauchsfälle in Deutschland, das war so ungefähr ab 2010. Da hat die deutsche. Und sie müssen sich einen ganzen Abend mit einem Thema auseinandersetzen, das andere lieber verdrängen. Es macht sprachlos. Und es macht wütend. Es macht mich richtig wütend, weil ich an manchen Stellen immer noch nicht das Gefühl habe, dass man wirklich da oben begriffen hat, was für schwerwiegende Sachen da passiert sind. Was wirklich, was eigentlich für mich unfassbar ist. Es bewegt einen sehr, wenn man das hört. Und trotzdem muss es gesagt werden. Weil gerade das ist ja, woraus sich ja was entwickelt, wenn man merkt, dass man das Entsetzen, was es bei einem auslöst. Manuela Altmaier ist schon in der Südstadtgemeinde aufgewachsen. Sie arbeitet seit vielen Jahren ehrenamtlich. Liebe Leute, wir machen ein Spalier. Wir sind katholisch, wir wissen, was ein Spalier ist. Los! Die Teilnehmer sollen lernen, was sie ganz konkret tun können. Ein Gegenüber. Und dazu sollen sie die Welt aus den Augen eines Kindes sehen. Also was waren denn die Erlebnisse? Ich fand das geradezu erschütternd, also diese niedrige Perspektive, ne, als ich gekniet habe, ja, und dann tatsächlich, wie groß dann das Gegenüber auf einmal ist. Derjenige, der einem gegenübersteht, ist doch sehr, strahlt die Macht und man fühlt sich unterlegen und unwohl. Dass die Schulungen stattfinden, dafür ist jede Gemeinde selbst zuständig. Das Bistum kontrolliert nicht. Für die Ehrenamtlichen hier ist wichtig zu sehen, dass die Kirche was tut. Aber die Zweifel bleiben.
Ich habe viele Freunde, die mit dem Christentum überhaupt nichts am Hut haben. Da wird man ja immer auch gefragt, wieso engagierst du dich denn da bei dem Verein überhaupt noch? Und da ist meine Meinung halt schon, so eine tausende Jahre alte Institution wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Und sie ändert sich auch nur unter massivem Druck von unten. Und da hoffe ich doch auf die Zukunft, dass das sich irgendwann ändert. Ich mache die Arbeit sehr gerne und ich mache sie sehr gerne, weil ich halt unendlich viele Leute erreiche. Und ich merke schon auch, dass, dass Kirche halt total oft verallgemeinert wird und es eben ganz viel irgendwie immer auf die Priester und die pastoralen Dienste geguckt wird. Und hier sitzen halt 20 Leute, die auch Kirche sind. Ja? Und das Ziel ist ja, dass die Menschen, die jetzt hier rausgehen, dass sie sagen, das ist eine Situation, die finde ich merkwürdig, die kann ich nicht einschätzen. Ich hole mir Rat, ich hole mir Hilfe, ich bespreche das und dann können wir vielleicht auch Situationen stoppen, dass wir in Zukunft weniger Missbräuche haben. Manuela Altmaier hat sich zum ersten Mal engagiert, nachdem ihre Kinder vor 19 Jahren getauft wurden. Damals gab es noch keine Präventionsschulungen. So, jetzt ein Brot schmieren. Wer Brot essen will, kann am Brot essen. Linda und Peter sind mittlerweile erwachsen. Mit in die Kirche geht nur noch die Tochter Linda. Freitag ist Mariens Geburtstag. Kritische Gedanken machen sich alle. Da lief ein Bericht, Nonnen klagten Missbrauch an, jahrelang Missbrauch durch Pasteure. Dass die Pastoren sich die Nonnen An den Nonnen vergangen haben, ja. Echt? Ja. Das war so emotional, so berührt, dass ich angefangen habe zu weinen. Ich habe mich gefragt, kannst du überhaupt diese Kette noch tragen? Du musst austreten, du darfst damit nicht, wenn du dabei bleibst, denken die Leute, du findest das gut oder tust nichts dagegen. Und ich gehe in die Kirche, stelle mich da vorne an den Altar, bin eine offizielle, auch wenn ich nur Ehrenamt bin aber eine offizielle Beteiligte bei der ganzen Geschichte. Ja, das ist auch gerade gut, dass du das noch weitermachst. Wenn du jetzt noch die Kette weiterhin trägst, dann sehen die Leute, dass die Kirche auch noch gute Leute hat. Weil da zu dem Fazit bin ich dann auch gekommen, ja. Aber die Scham, die du gerade angesprochen hast, ist ja auch vielleicht nichts Negatives. Das war vielleicht so eine Art Weckruf. Was heißt denn da, was soll denn daran nicht negativ sein? Nein, jetzt Mama. Ich würde jeden in Frage stellen, der sich bei so etwas nicht irgendwie erstmal Gedanken darüber machen würde oder seine Position überdenken würde. Für mich geht es so ein bisschen in die Richtung nach dem Motto, alle sollten austreten und dann sollte nochmal alles von neu gehandhabt werden, sortiert werden. Und dann können die Leute nochmal gucken, wer sich dazu bekennt und wer nicht. Weil eigentlich geht es im Grunde genommen um diesen Glauben. Und wenn dieser Glaube einfach kein bisschen so ausgelebt wird, wie er ausgelebt werden sollte, dann sehe ich da irgendwie nicht wirklich die Veranlassung dazu, mich weiter in der katholischen Kirche angehörig zu fühlen. Wenn wir jetzt auch noch austreten würden, denken, das, was du gerade so gesagt hast, ne? Ey, dann geht doch gar nichts mehr zu retten. Das dürfen wir nicht, das ist unsere Verantwortung. Über 1,5 Millionen Menschen sind seit 2010 aus der katholischen Kirche ausgetreten. Immer sonntagsabends besucht Manuela Altmaier den Gottesdienst. Heute soll sie die Lesung lesen und bei der Kommunion helfen. Das ist ein Ort, mit dem ich sehr viele und auch sehr schöne Erinnerungen habe. Das ist der Ort, wo, ich sag mal, alles begann. Ich bin hier zur Kommunion gegangen, ich bin hier gefirmt worden. Ich habe hier in der Jugendarbeit von St. Maternus, bin ich gefestigt worden, sozusagen in meinem Glauben mit den Leuten, die damals hier aktiv waren. Ich bin groß geworden unter keiner übermächtigen Kirche. Ich bin nicht groß geworden unter einer Kirche, die mich reglementiert hat, sondern ich bin groß geworden in einer Kirche, die mich eher aufgefordert hat, Widerstand zu leisten und kritisch zu sein. Der Reiche merkt gar nicht, in welcher Gefahr er sich befindet. Die Verurteilung durch Gott überrascht ihn völlig. Wort des lebendigen Gottes. Ein grundlegender Pfeiler des Glaubens ist, dass wir Menschen sind und dass wir fehlbar sind. Dass wir Fehler machen können und auch Fehler machen dürfen.
Aber das darf nicht dazu hinführen, dass Fehler vertuscht werden. Fehler vertuscht werden und eigentlich alles daran getan werden muss, um diese Fehler zu vermeiden. Vor allen Dingen, wenn es um Unschuldige geht, die sich nicht wehren können. Unschuldig sind die Kinder. Aber unschuldig ist auch die große Mehrheit der katholischen Priester. Und trotzdem stehen sie immer wieder unter Beobachtung. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich merke schon, dass ich natürlich auch eine gewisse Sorge habe, bei Spielen zum Beispiel, dass ich da schon ein bisschen Distanz wahre, mich nicht in Situationen begebe, wo ich die Kinder irgendwie anfasse oder sonst etwas. Man achtet drauf, wenn man klug ist, dass man jetzt zum Beispiel sich nicht mit Minderjährigen alleine in einem Raum aufhält oder so etwas. Christian Figura, erst vor gut einem Jahr zum Priester geweiht. Wenn ein Kind hinfällt oder trauert zum Beispiel, ja. Ist das nicht was, wo man dann möchte oder macht man es dann doch einfach? Also erstens bin ich ganz dankbar, wenn ich nicht in solche Situationen komme. Da bin ich ganz ehrlich. Ein Kind, was sich wehgetan hat oder so, früher hätte man dieses Kind auch irgendwie in den Arm genommen, auf den Schoß genommen. Und ich weiß nicht, ob es eine Übervorsicht ist, ich würde es heute nicht tun. Ich persönlich. Mir wäre das Risiko zu groß. Natürlich, ich fände es natürlicher in manchen Situationen, ein Kind, was weint, in den Arm zu nehmen. Aber ich glaube, dass man da heute ein bisschen Vorsicht walten lassen muss. Kinder als Gefahr zu sehen, als Grund, verdächtigt zu werden. Für Christian Figura eine der Folgen der Missbrauchsskandale. Trotzdem arbeitet er gerne mit den Kindern, sagt er. Wie hier beim Üben mit den Messdienern aus Neuss. Und jetzt setzen wir uns. Was kommt jetzt? Das ist aber noch ein bisschen arg früh. Die Lesung. Also, genau. Wir bereiten uns aufs Evangelium vor. Was wird da gesungen, wenn nicht gerade Fastenzeit ist? Ist es nicht? Halleluja. Das ist immer das Zeichen, dass es aufs Evangelium zugeht. Okay. Christian Figura ist einer von ganz wenigen, die überhaupt noch Priester werden. Er würde gerne für die Menschen da sein. Alle anderen stehen. Sie in seiner Gemeinde willkommen heißen. Jetzt kommt endlich die Gabenbereitung, genau. So. Aber seine Kirche steckt in einer tiefen Krise. Also erstens bin ich wütend auf diese Menschen, weil die ihr Amt missbraucht haben. Weil die Vertrauen missbraucht haben, weil das Menschen sind, die etwas undiskutabel Schlechtes zum Teil getan haben. Vielleicht haben sie gedacht, man müsse da auch barmherzig sein, man müsse jedem eine zweite Chance geben. Sicherlich, zweite Chance, Barmherzigkeit, das ist wichtig. Aber das heißt nicht, dass jemand, der sich da massiv vergangen hat, einfach in einer neuen Gemeinde einfach neu anfangen darf. Ich hoffe, dass nicht weiter unter den Tisch gekehrt wird. Dass nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden kann, weil alle aufpassen, dafür wollen Ruth Habeland und ihre Kolleginnen sorgen. Aber im Team der Präventionsbeauftragten wissen sie auch, dass viele Priester im Umgang mit Kindern verunsichert sind. Also wenn diese klassische Frage kommt, darf ich ein Kind, was weinend vor mir steht, tröstend in den Arm nehmen? Dann sage ich immer, es gibt kein Ja und es gibt kein Nein, sondern schauen Sie, was das Kind braucht. Und Kinder wissen sehr wohl, was gut für sie ist. Ich verstehe auch die Verunsicherung und ich verstehe auch die Leute, die jetzt so vehement im Fokus sind. Und es ist, alles andere muss noch etabliert werden. Also auch die Selbstsicherheit und die Souveränität, damit neu umzugehen. Wir verändern das System von innen. Das ist immer schon der beste Plan gewesen. Das ist anstrengend. Kirche rechnet in Ewigkeiten. Das dauert mir persönlich immer zu lange. Aber das ist bei anderen Dingen auch so. Und von daher daneben stehen und meckern, das können irgendwie alle. Das bringt es ja hier nicht. Ruth Habeland auf dem Weg zu einem besonderen Seminar. Es kommen nur 3 Teilnehmer. Der Priesterjahrgang von Christian Figura.
Auch ihnen will sie mehr Sicherheit im Umgang mit Kindern geben. Üblich ist es nicht, dass wir eine No-Touch-Regel haben. Ja? Also es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir jetzt innerhalb von Deutschland oder mindestens alle Katholiken in Deutschland nie wieder ein Kind anfassen, sondern immer angemessen der Rolle und der Funktion. Na, wo bin ich heute? Guten Morgen. Morgen. Die Herren. Herzlich willkommen zur Präventionsschulung. Ich kenne Sie nicht, ne? Also in der ersten Präventionsschulung waren Sie da im Albertino. Sie haben ja schon eine, ne? Haben Sie Erwartungen für heute an die Schulung? Besondere Interessen? Mich interessiert das doch sehr, weil ich auch schon einige Begebenheiten hatte, wo man immer im Hinterkopf hat, darf man eigentlich so weit gehen oder... Das heißt, die Sorge davor, ich kann kein einzelnes Gespräch mehr mit einem Kind alleine führen. Genau, richtig. Ohne, dass es komisch wirkt. Und uns natürlich auch gerade, ja, was Beichte angeht. Ja. Wie öffentlich mache ich das und sichtbar? Ruth Habeland zeigt auch Beispiele, wie etwa ein Kindergarten Kinder auffordert, selbst zu sagen, ob sie umarmt werden möchten oder nicht. Christian Figura und seine Kollegen machen sich viele Gedanken zum richtigen Abstand. Ich glaube, also im Stehen passiert da weniger, als wenn einer sitzt. Also wenn man sitzt, dann kann so ein kleines Kind schon mal eher dann rankommen. Was ist mit der Zugewandtheit den Kindern gegenüber? Also angenommen, alle Kinder sitzen da und toben, ja, und sie stehen da, ist das natürlich... Kommt auf die Situation an. Ja. Ist das jetzt Schule oder ist das jetzt, was weiß ich, eine Freizeitsache? Um Situationen auszuprobieren, gibt es Rollenspiele. Im Innenhof des Priesterseminars. Grün. Grün ist, ich stimme der Situation zu. Und rot ist, damit geht's mir nicht gut. Okay. Okay. Ein Messdiener kommt nach dem Umziehen in die Hauptsakristei und sein Gewand sitzt nicht richtig, weil er so ein Kapuzenshirt trägt. Die Küsterin zupft das Gewand zurecht. Wann darf ich ein Kind berühren? Und wie? Kapuze zurechtziehen. Rot oder grün? Erstes Beispiel, alles drei mit drin, super. Ich würde als Küsterin dann fragen, soll ich dir helfen? Und wenn dann von dem Messner aus das Ja kommt, dann würde ich erst helfen. Also deswegen bin ich so in der Mitte. Ich bin ziemlich nah an Rot, nicht ganz auf Rot. Weil ich denke, in der Situation ist natürlich nichts drin, was irgendwie eine Straftat oder so darstellt. Mhm. Also ich meine, man kann ein Messdiener einfach darauf hinweisen, gucken, das sitzt nicht richtig, guck mal in den Spiegel. Ein Spiegel ist eigentlich in den meisten Sakristeien, dann kann er das auch selber machen. Okay. Übrigens finde ich, dass Sie es recht ähnlich beantwortet haben, bloß sehr unterschiedlich stehen. Wir rücken uns nicht so gerne auf die Pelle. Wie viel Nähe mag ich denn selbst? Auch das soll sich jeder klar machen. Und wie sorge ich für Abstand? Beispielsweise, wenn mein Kollege ein Kind spielt. Kein Tisch zum Abstand halten. Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe noch nie so eine Situation gehabt. Fällt Ihnen eine Formulierung ein dafür? Oder wie Sie reagieren könnten? Dass du das nicht möchtest. Magst du dich nicht ein bisschen... darüber setzen, damit ich die Beine ausstrecken kann. Okay, das ist eine Lüge. Ein vorgeschobener Grund. Ja, aber es geht hier um Formulierungen, ne? Sprache zu finden und sich nicht unwohl zu fühlen. Rollenwechsel. Damit du reagieren kannst. Genau. Jetzt komme ich mal. Genau, und dann würde ich jetzt fragen, fühlst du dich jetzt so wohl, oder? Und dann sage ich jetzt mal ja. Gut. Dann mache ich so. Ah, okay, was war das? Dieses hier. Ja, es ändert den Winkel. Es ändert den Winkel, ne? Ja. Wir könnten bestimmt noch Ewigkeiten zu dem Thema mit 1000 Beispielen. Aber wir haben noch was vor uns. Danke für Ihre Offenheit. Also es gibt wunderbare Menschen, die wunderbar andere Menschen begleiten. Und es ist unendlich schade, wenn die das Gefühl haben, ich bin eingeschränkt in dem, wie ich mich geben kann, dadurch, dass ich denke, es könnte sein, dass sobald ein Kind mir zu nahe kommt, alles irgendwie negativ interpretiert wird, weil das sollte es auf gar keinen Fall. Das wäre sehr schade für alle Beteiligten, ja? Also für die Kinder, für das Umfeld und natürlich auch für die pastoralen Dienste, klar. Zurück in Düsseldorf bei Oliver Boss. Er ist seit 20 Jahren Priester.
hat viel Erfahrung. Die Zeit nach der Missbrauchsstudie war für ihn eine der härtesten in seinem Beruf. Das waren Gedanken, die mich sehr durcheinander gebracht haben, wo ich sagen muss, dass ich auch mit einigem Zittern, inneren Zittern, so in die Kirche hineingegangen bin, gerade an den Sonntagen. Das war schon für mich eine sehr innere Anspannung und auch Ergriffenheit. Und das war für mich nicht sehr einfach. Wir Menschen haben es in unserer Schwachheit und Begrenztheit nicht geschafft, die Einheit der Kirche zu bewahren. In Düsseldorf-Gerresheim haben die Gläubigen und auch einige der Messdienerinnen nach den Missbrauchsskandalen Veränderungen in der Kirche gefordert. Maria 2.0 heißt so eine Initiative, die es deutschlandweit gibt. Eine der Forderungen? Auch Frauen sollen Priesterinnen werden können und so für mehr Offenheit und Transparenz sorgen. Ich persönlich sage, wenn es irgendwie mal so kommen sollte, dass Frauen am Altar stehen dürfen in der katholischen Kirche, dann würde ich das natürlich nicht verneinen. Ich würde auch von einer Frau die gewandelte Hostie annehmen, weil ich halt nicht glaube, dass Gott durch eine Frau anders wirkt als durch einen Mann. Also das ist ja auch theologisch nicht haltbar. Ich persönlich bin der Meinung, dass da kein Unterschied bestehen dürfte oder bestehen sollte. Also ich sehe sie nicht. Da bin ich anderer Meinung. Ich sehe es tatsächlich so, und das ist für mich der stichhaltige theologische Grund, Gott ist Mensch geworden in einem Mann, in Jesus von Nazareth, und er ist derjenige, der eben als Mann gelebt hat. Ja, mein Gedanke zu dem Argument ist irgendwie immer, also es wird auch vermutet, dass Jesus dunkelhäutig war, und trotzdem gibt es auch hellhäutige Priester, und also ich weiß nicht, dieses Argument, das zieht bei mir irgendwie nicht, also ich weiß nicht. Die Jugend ist die Zukunft der katholischen Kirche. Wenn die Kinder nicht kommen, werden die Kirchen noch leerer. Und sie kommen nur, wenn ihre Eltern der Kirche wieder vertrauen. Zerstörtes Vertrauen kann man nicht leicht wieder aufbauen. Man sagt ja, dass eine negative Erfahrung ungefähr 10 positive Erfahrungen braucht, damit man sie irgendwie korrigieren kann. Das heißt, da sehen wir ungefähr, was das für eine Mammutaufgabe wird, dass diese Kirche wieder Vertrauen erlangen kann bei Menschen. Diese Kirche hat noch so viel zu bieten. Und es gibt einmal diese Kirche, die Institution mit den festgefahrenen Strukturen. Da habe ich die große Hoffnung, dass diese alten weißen Männer irgendwann auch mal weg sind, und von denen lasse ich mir meinen Glauben nicht kaputt machen.